Frau Präsidentin, anwesende Damen und Herren, liebe Zuschauer! Stellen wir uns vor, Kanzler Scholz würde zur nächsten Regierungserklärung eine französische Gardegrenadieruniform des 19. Jahrhunderts tragen und erklären, er wäre Napoleon und würde in Zukunft gerne als Kanzler Napoleon angesprochen werden. Die Folge wäre, dass man ihm Hilfe anbieten würde, Herr Pistorius endlich zum Kanzler gewählt werden könnte und man auf seine baldige Genesung hoffen würde. Das ist Realität. Niemand in diesem Hause käme auf den Gedanken, dass Herr Scholz das Recht hätte, seine Papiere bis zur Geburtsurkunde in Napoleon Scholz zu ändern und als Kanzler Napoleon bezeichnet zu werden, nur weil er es sich einbildet und eine Uniform aus der Mottenkiste trägt. Und das zu Recht, meine Damen und Herren. Aber genau das will das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz in Bezug auf die Geschlechtlichkeit tun. Ihr Gesetz wäre im Grunde unfreiwillig komisch, wenn es nicht so tragisch, aber auch vor allen Dingen gefährlich wäre. Komisch, weil es im Grunde die Infantilisierung des aktuellen politischen Mainstreams zeigt. Jeder soll plötzlich irgendwie alles sein können, alles sein dürfen, jederzeit und sogar rückwirkend die gesamte eigene Geschichte verleugnend. Ein Mann wird aber nicht zur Frau, wenn er sich eine Perücke aufsetzt und ein klischeehaft tief ausgeschnittenes Kleid anzieht, das in Wahrheit nur seine eigenen Stereotype von Weiblichkeit nach außen spiegelt, meine Damen und Herren. Eine Frau wird auch nicht zum Mann, wenn sie sich die Haare etwas kürzer schneidet, etwas breitbeiniger geht und von sich behauptet, so, nun bin ich halt ein Mann. Und ein Mann oder eine Frau werden auch nicht irgendetwas ganz anderes, wenn sie sich selbst einem der neu erfundenen zahllosen Geschlechter für zugehörig erklären. Das alles ist ideologischer Unfug, meine Damen und Herren. Wie gesagt, es wäre komisch, wäre da nicht die ganz konkrete Gefährdung zum Beispiel von Kindern und Jugendlichen. Der aktuelle Trans-Hype resultiert aus dem von Trans-Extremisten vermittelten Eindruck, man könne die Herausforderungen der Pubertät oder auch die mannigfaltigen Probleme durch Geschlechtsänderung beenden. Betroffene Kinder werden damit in Situationen gebracht, die sie hoffnungslos überfordern. Das kritisiert auch Professor Abeck von der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin. Schon jetzt hat sich in Deutschland die Zahl der geschlechtsangleichenden Operationen bei 15- bis 25-Jährigen von 2007 bis 2021 versiebzehnfacht. Eine Tendenz, die dieses Gesetz in unverantwortlicher Weise weiter begünstigt. Das ist Jugendgefährdung durch Ampelpolitik. Die Jugendlichen, die sich in unterschiedlichsten persönlichen Krisen befinden, denen hilft man nicht, indem man alles leichtfertig auf eine Störung der Geschlechtsidentität zurückführt und eine Änderung der Papiere vornimmt. Nein, meine Damen und Herren, hier gilt es, Hilfe anzubieten, wie wir es auch mit unserem Antrag wollen. Es ist nicht jeder transphob oder irgendwie ein schlechter Mensch, nur weil er nicht Ihrer Meinung ist, meine Damen und Herren. Und darum hagelt es auch von überall her Kritik an diesem aberwitzigen Gesetz. Kritik, die Sie nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Kritik, die Sie in Zukunft mit horrenden Bußgeldern mundtot machen wollen. Wir aber lassen uns nicht mundtot machen und lehnen dieses unsinnige Gesetz entschieden ab. Vielen Dank.